2 Minuten Countdown wiedergeschickt. Verdammt, das ist eine Zeitbombe. Ich weiß nicht, wie ich sie stoppen kann, weil sie pur ist. Es ist keine normale Zeitbombe. Und sie haben Arrows geklaut. Du hast recht, du wirst Probleme haben, sie zu entschärfen. Sobald ein blöder Idiot sie anfasst, explodiert sie. Bitte stoppe sie. Ha, ha, ha. Nur ein Shinra-Leiter kann das Notfallplatten-Auslösungssystem einstellen und entschärfen. Barrett, halt die Klappe. Das werde ich nicht versuchen, dabei könnte ich unseren Gast hier verletzen. Harris. Oh, ihr kennt euch. Wie schön, dass ihr euch noch ein letztes Mal sehen konntet. Ihr solltet euch bei mir bedanken. Was hast du mit Harris vor? Ich weiß noch nicht. Unser Auftrag war es, den letzten Verbleibenden des alten Volkes zu finden und zu fangen. Es hat lange gedauert, aber jetzt kann ich endlich dem Präsidenten hiervon berichten. Tifa, keine Angst, sie ist in Ordnung. Harris! Beeil dich und weg von hier. Naja, genau jetzt sollte es anfangen. Meinst du, du kommst rechtzeitig? Boah, die hatten aber auch Glück gerade. Leute, was ist los? Wir müssen uns beeilen. Doch, wir könnten das Drahtseil nutzen, um rauszukommen. Ich mich an Barrett. Dann nur auf seinem Arm sitze ich. Weil da mal auch eben so ein riesen Drahtseil rüberhängt. Das ist der wahre Übeltäter. Der Strippenzieher. Da liegt Materie für mich. Das wird doch deine Analyse sein. Marlene! Marlene! Dix! Fettke! Jesse! Verdammt! Verflucht! Zur Hölle damit! Was zum Henker soll das? Barrett! Barrett! Verdammt! Hey, Barrett auf. Hör bitte auf, Barrett. Man sieht keine Kugeln, man sieht keinen Aufprall, man hört nichts. Er feuert einfach so wild in sich. Seine Luftpistole. Gott verdammt. Marlene. Barrett. Marlene, ich glaube, Marlene ist in Sicherheit. Wie? Direkt bevor sie mitnahm, sagte Harris, ich soll mir keine Sorgen um sie machen. Vermutlich meinte sie Marlene. Wirklich? Aber Bix, Vetke, Jesse, sie waren alle auf dem Pfeiler. Glaubst du, das weiß ich nicht? Wir haben alle gemeinsam gekämpft.
Ich will sie einfach nicht für tot halten. Und die anderen Leute in Sektor 7? Das ist doch pervers. Sie zerstören ein ganzes Dorf nur, um uns zu kriegen. So viele Menschen starben dabei. Willst du damit sagen, dass es deine Schuld war? Weil Avalanche hier war? Unschuldige Menschen haben ihr Leben lang wegen uns verloren. Nein, Tifa. Tifa, das ist es nicht. Natürlich nicht. Das sind nicht wir. Wir sind die verdammten... Nicht die verdammten Shinra. Es war nie jemand anderes als Shinra. Sie sind schlecht und zerstören unser Planeten, um ihre eigene Macht zu vergrößern und dabei reich zu werden. Wenn wir uns nicht von ihnen befreien, dann zerstören sie diesen verdammten Planeten. Unser Kampf ist erst zu Ende, wenn wir uns von ihnen befreit haben. Ich weiß nicht. Was weißt du nicht? Glaubst du mir nicht? Das ist es nicht. Ich bin mir selbst nicht sicher über meine Gefühle. Was ist mit ihren Gefühlen zu tun? Was ist mit dir? Fein. Dann sag nichts. Und wo will er hin? Oh, Eris. Ach ja, das Mädchen. Was ist los mit ihm? Ich weiß nicht, sag ich, aber ich habe Marlene bei ihr gelassen. Verdammt, Marlene. Tifa, jetzt gibt es keinen Weg zurück. Und ich komme nicht zurück? Achso, danach komme ich zurück. So rum war's. Bring mich zu Marlene. Wirst du Eris helfen? Ja, aber zuerst müsste ich etwas wissen. Was denn? Und zwar über das alte Volk. Oh, und damit gehen seine Wahnvorstellungen los. In seinen alten Erinnerungen. In meinen Adern fließt das Blut des alten Volks. Ich bin einer der rechtmäßigen Erben dieses Planeten. Sephiroth. Ist mit dir alles in Ordnung? Falls du zusammen, Mann. Und Leichenkampf. In diesem Haus. Seine Ultima-Attacke gleich. Fängt er gut an hier. Hier geht der gleich ins Zirkel. Jetzt aber. Analyse, ich sag's doch. Barrett hatte noch einen Platz frei, genau. Schöne an der Tifas Limit-Attacke später ist auch, das sind ja dann mehrere Attacken, die vorhin das Beispiel bei 4, durch 4 Limit sind es auch 4 Attacken, die werden dann noch auf Gegner aufgeteilt. Alle 3 Level ab. So, irgendwer hatte doch Genesung, wie war das? Das reicht euch Mana zu verschwenden, bei den Gegnern hier brauche ich jetzt sowieso nicht so viel. Und in der Stadt kann ich jetzt gleich eine Runde schlafen und meinen Mana wieder aufladen. Sind ja auch schon fast da jetzt. So, mal gucken, was unser Schattentyp sagt. Oh, ah, ah, ah.
werde doch gar nicht in den Kühlschrank. Materie kaufen habe ich eigentlich noch nie. Das Einzige, was ich kaufen würde, sind alle Zauber. Aber die sind selten, die hat man, glaube ich, nur in Kisten bekommen. Nicht das, was ich suche. Ich suche einen Waffenhändler. Avantgard. Das war eine Firewall. Ein Antivirenprogramm. Hätte man ihn beim letzten Mal, hat er nämlich erzählt, dass er in seiner Schublade Geld gespart hat. Hätte man ihm das Geld geklaut, hätte man jetzt nicht den Turbo-Eater bekommen. Und das waren jetzt ungefähr 5 Münzen oder so, was da drin war. Gott, so ein Turbo-Eater, das kostet weitaus mehr. 1000, wenn nicht sogar noch mehr. Ich glaube, für ein normales Eater bezahlt man ja schon 500. Ist zwar nicht das Beste, aber immer noch besser als das, was er hat. So, jetzt aber zu Aris Haus. Vorher speichern, sofern es denn klappt. Hey, auf Anhieb. Cloud, oder? Geht um Eris, wa? Sorry, Shinra hat sie. Ich weiß, die haben sie von mir genommen. Die waren hier. Das wollte Eris so. Was will Shinra von Eris? Eris ist vom alten Volk, die einzige Überlebende des alten Volks. Was hast du gesagt? Aber bist du nicht ihre Mutter? Nicht ihre wirkliche Mutter. Oh, es ist bestimmt schon 15 Jahre her. Im Krieg. Mein Mann wurde an die Front geschickt, weit weg an einen Ort namens Utai. Eines Tages ging ich zum Bahnhof. Ich hatte einen Brief bekommen. Er sollte im Urlaub nach Hause kommen. Ich spiele nur andersrum, dass sie den dicken Mann hinkriegt. Und was sie da gerade getan hat, weiß ich nicht. Das sah auf jeden Fall sehr komisch aus. Und niemand kam. Mein Mann kam nie wieder. Vielleicht ist ihm etwas zugestoßen. Nein, ich bin sicher, dass sie nur seinen Urlaub gestrichen haben. Ich bin jeden Tag zum Bahnhof. Dann eines Tages... Der Bahnhofstyp bleibt einfach ruhig stehen, dass seine Verletzte vorliegt. Während des Krieges erlebte man sowas oft. Bring Ash in Sicherheit, das waren ihre letzten Worte.
Mein Mann blieb fort, wir hatten keine Kinder, wahrscheinlich war ich einsam, darum beschloss ich, sie mit nach Hause zu nehmen. Harris und ich lernten uns schnell gut kennen, das Kind redete sehr gern und sie sprach über alles mit mir. Sie sagte, sie wäre irgendwo aus einem Forschungslabor entflohen und ihre Mutter sei schon vom Planeten zurückgekehrt, damit sie nicht allein ist und viel mehr. Zum Planeten zurückgekehrt? Ich wusste nicht, was sie meinte. Ich fragte, ob sie einen Stern im Himmel bedeutete. Aber sie sagte, es sei dieser Planet. Sie war in vieler Hinsicht ein geheimnisvolles Mädchen. Mama? Bitte weine nicht. Auf einmal sagte Eris, dass als ich sie fragte, ob etwas passiert sei, jemand, der dir nahe steht, ist gerade gestorben. Seine Seele kam zu dir, aber er ist schon zum Planeten zurückgegangen. Damals glaubte ich ihr nicht. Aber einige Tage später erhielten wir eine Benachrichtigung, dass mein Mann gestorben war. Und so ist das geschehen. Es ist viel passiert, aber wir waren glücklich, bis eines Tages. Wir wollen, dass sie uns Eris zurückgeben. Sie suchen schon seit langem nach ihr. Nein, niemals. Eris, du bist ein ganz besonderes Kind von ganz besonderer Abstammung. Deine wirkliche Mutter war vom alten Volk. Natürlich hörte ich es, dass sie vom alten Volk war. Das alte Volk wird uns ein Land der Glückseligkeit führen. Eris wird all den Leuten in den Slums zum Glück verhelfen. Deshalb will Shinra Eris Hilfe. Es stimmt nicht, ich bin nicht vom alten Volk. Aber Eris, du hast doch bestimmt manchmal Stimmen. Du hörst doch bestimmt manchmal Stimmen, wenn du ganz alleine bist. Nein, ich höre keine. Vor allem, wie haben die Turks sie überhaupt da gefunden? Aber ich wusste es, ich wusste von ihren geheimnisvollen Kräften. Sie bemühten sich so sehr, sie zu verheimlichen, deshalb tat ich so, als hätte ich nie etwas bemerkt. Es ist erstaunlich, wie sie all die Jahre Shinra meiden konnte. Shinra braucht sie, sie werden ihr nichts antun. Aber warum gerade jetzt? Sie brachten ein kleines Mädchen mit hierher. Auf dem Weg hierher fand Zeng sie. Sie konnte wohl nicht schnell genug entkommen. Sie beschloss, zu Shinra zu gehen, damit das kleine Mädchen sicher war. Das muss Marlene sein. Marlene? Eris wurde wegen Marlene gefangen? Es tut mir leid, Marlene ist meine Tochter. Es tut mir wirklich leid. Du bist ihr Vater, wie konntest du nur jemals ein Kind so alleine lassen? Bitte fang nicht damit an. Ich denke die ganze Zeit darüber nach, was mit Marlene geschieht, wenn... Aber du musst eines verstehen, ich weiß auch keinen Rat. Ich will bei Marlene sein, aber ich muss kämpfen. Weil sonst der Planet stirbt. Deshalb kämpfe ich weiter. Aber ich mache mir auch Sorgen um Marlene. Ich will immer bei ihr sein. Siehst du, es dreht sich im Kreis. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Sie schläft oben. Geh doch zu ihr. Happy End. So, dann gucken wir nochmal zu Marlene. Ich bin so froh, dass du okay bist. Papa, weine nicht, deine Stoppeln tun mir weh. Cloud? Du hilfst Eris, nicht wahr? Sie hat so viel für mich getan. Wenn du gegen Shinra kämpfst, kann ich nicht einfach hier bleiben. Ich komme auch mit. Weißt du was? Eris hat mir ganz viele Fragen gestellt, zum Beispiel, was für ein cooler Typ Cloud ist. Ich wette, sie mag dich, Cloud. Ich hoffe es. Ich sag Tifa nichts. So, eine Runde ausruhen. Aber eigentlich war der Cursor auf will nicht schlafen, aber schläft trotzdem. Du wirst Eris suchen, oder? Ja. Ich gehe mit. Wir gehen direkt ins Shinra-Hauptquartier. Mach dich auf das Schlimmste gefasst. Ich weiß. Momentan habe ich das Gefühl, ich müsste bis an meine Grenzen gehen.
Wenn ich hier bleibe, würde ich wahnsinnig werden. Sorry, kannst du dich noch ein bisschen länger auf Marlene aufpassen? Klar, das macht mir nichts aus. Hier ist es jetzt gefährlich, du solltest besser woanders hingehen. Du hast recht, aber versprich mir, dass du zu ihr zurückkommst. Lass dich bloß von niemandem umbringen. Vor allem, er gibt Marlene ihr und meint aber, sie soll umziehen. Wie finden die sich dann wieder? Wie kommt ihr zum Shinra-Gebäude? Es gibt keinen Zug mehr, der da drauf fährt. Lass uns doch einfach zum Walmart gehen, vielleicht finden wir dort etwas. Diese riesen Dings hochkrabbeln. So, dann ab zum Walmart. Das ist ja hier oben gleich bei dem Spielplatz gewesen. Also gar nicht so weit weg.